Dank ihrer Rollen in Girls United, Alles oder Nichts und Heroes wurde Hayden Panettiere als typisch amerikanische Cheerleaderin gecastet, doch hinter verschlossenen Türen hat sie ihr eigenes Trauma erlebt. Trotz ihrer Kämpfe hat sie eine ganze Reihe von persönlichen Erfolgen vorzuweisen. Als Hayden Panettiere gerade mal 5 Jahre alt war, wurde sie für die Hauptrolle in Liebe, Lüge, Leidenschaft gecastet. Obwohl Hayden in dieser Rolle nicht ihren eigenen bösen Zwilling spielen musste, gelang es ihr, Niedlichkeit auszustrahlen und die Türen nach Hollywood standen in den folgenden Jahren weit offen. Panettiere spielte von 1994 bis 1997 in Liebe, Lüge, Leidenschaft mit, bevor sie die Serie verließ, um in einer anderen Telenovela, Springfield Story, mitzuspielen. 2017 erinnerte sich Panettiere in der Late Show with Stephen Colbert an ihre Zeit bei Springfield Story und die erwachsenenhaften, verrückten Geschichten um ihre Figur Lizzie Spaulding. They threw me down a well. I got leukemia, not once, but twice. I was kidnapped. I shot my mom's boyfriend. All das klingt nach einem ziemlich schweren Thema für eine Schauspielerin, die noch nicht in der Mittelstufe ist, aber Panettiere kann jetzt darüber lachen. Sie sagte weiter, dass es ihr Selbstvertrauen gegeben hat, in ihrem jungen Alter eine so wichtige Rolle zu bekommen. Mit 12 Jahren stieg Hayden Panettiere in die Fox-Fernsehserie Ally McBeal ein, eine Serie, die weithin als bahnbrechender Liebling der Popkultur gilt. Die Serie brachte eines der ersten Memes des Internets hervor, das gruselige tanzende Baby, und inspirierte Gespräche in ganz Amerika. Ally McBeal zeigt das Leben einer zutiefst neurotischen, aber liebenswerten Bostoner Anwältin und einer Vielzahl ihrer Kollegen und Freunde. Mit Calista Flockhart in der Hauptrolle lief die Serie von 1997 bis 2002 und gewann bereits in der ersten Staffel Preise. In der letzten Staffel von Ally McBeal spielte Panettiere Maddie Harrington, Allys 10-jährige Tochter. Maddie wurde aus Eizellen gezeugt, die Ally einer Fruchtbarkeitsklinik gespendet hatte, und taucht vor der Haustür ihrer biologischen Mutter auf. Panettiere stellte die Figur mit einer vielschichtigen, emotionalen Bandbreite dar, die sich für eine 10-Jährige, die sich auf eine neue familiäre Reise begibt, authentisch anfühlt. Obwohl Ally McBeal nicht für eine 6. Staffel zurückkehrte, hat Panettieres kurze Zeit in der Serie sie als aufstrebenden Star etabliert. Hayden Panettieres erste Leinwandrolle war eine kleine Rolle in dem Film Liebe in jeder Beziehung von 1998 mit Jennifer Aniston und Paul Rudd in den Hauptrollen. Es war jedoch ihre Leistung in dem Animationsfilm Das große Krabbeln, der später im selben Jahr veröffentlicht wurde, die Panettiere wirklich zum Strahlen brachte. Als 2. Pixar-Film von John Lasseter, der auch für Toy Story verantwortlich war, hatte Das große Krabbeln hohe Erwartungen zu erfüllen. Der Film hatte auch das Pech, 6 Wochen nach dem unheimlich ähnlichen Ants in die Kinos zu kommen. Positiv zu vermerken ist, dass Das große Krabbeln bei den Heimvideoverkäufen sehr gut abschnitt. Die 9-jährige Panettiere spielte an der Seite von großen Comedy-Stars wie Dennis Leary, Dave Foley und Julia Louis-Dreyfus. Hayden verkörperte die Figur Dot, eine Ameisenprinzessin, und die jüngste Tochter von Louis-Dreyfus, Atta, der Königin der Ameisenkolonie. Dot verehrt Foleys Figur Flick und sehnt sich danach, groß zu werden, weil sie sich über ihre kleine Statur ärgert. Panettiere verlieh Dot eine liebenswerte Persönlichkeit, die lernt, sich selbst zu akzeptieren und anzunehmen, mit ihren Macken, ihrer Kleinheit und allem anderen. Hayden Panettiere musste nach Das große Krabbeln nicht lange warten, bis sie eine weitere Rolle in einem erfolgreichen Film bekam. Im Jahr 2000 spielte sie die Rolle der Cheryl Yost in dem herausragenden Footballfilm Gegen jede Regel mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Basierend auf der wahren Geschichte von Herman Boone, dem ersten schwarzen Cheftrainer an der Alexandria City High School in Alexandria, Virginia, behandelt Gegen jede Regel die tiefgreifenden Probleme, die den ländlichen Süden der 1970er Jahre nach dem Jim Crow-Regime plagten. Die inspirierende Geschichte folgt einem Highschool-Football-Team, gräbt aber weit unter der Oberfläche der üblichen Teenager-Genre-Tropen. Panettiere spielt die Tochter des ehemaligen Cheftrainers der Mannschaft, Bill Yost, die sich mit Herman anfreundet, nachdem er zum Assistenztrainer degradiert wurde. You were in a tough camp from what I can see. Well, I'm very happy to have the approval of a 5-year-old. Obwohl sie erst 10 Jahre alt war, als sie die Rolle der Cheryl Yost übernahm, hatte Panettiere die Chance, mit Teenagern wie Kate Bosworth und Ryan Gosling die Leinwand zu teilen. Bosworth erzählte dem People Magazine, dass sie sich am Set wie eine große Schwester für Hayden fühlte. Was Panettiere über den Film denkt, erzählte sie der Washington Post im Jahr 2020. Sie haben Gegen jede Regel in meinem Geschichtsunterricht gezeigt, als sie über Rassismus unterrichteten. Es hat mich immer erschaudern lassen, so in Szene gesetzt zu werden, aber wenn ich mir einen der Filme, in denen ich mitgespielt habe, aussuchen müsste, wäre es Gegen jede Regel.
Sechs Jahre nach Gegen jede Regel spielte Hayden Panettiere die Hauptrolle in dem Football-verwandten Film Girls United – Alles oder Nichts, der dritten Cheerleader-Komödie in der Reihe, die mit Girls United aus dem Jahr 2000 begann. Im dritten Teil spielte Panettiere die Hauptrolle der Brittany Allen, ein Teenager-Mädchen mit allem. In diesem Fall bedeutet alles, dass sie eine Cheerleaderin mit einem gut aussehenden Star-Quarterback-Freund ist, aber alles ändert sich, als ihr Vater seinen Job verliert. Brittany muss aus ihrem gemütlichen weißen Viertel in die weniger weißen und gemütlichen Crenshaw Heights umziehen, wo sie einen Weg finden muss, sich anzupassen und sich widerwillig für das Cheerleader-Team bewirbt. Der Film ist nicht von preisgekröntem Kaliber und erhielt entmutigende Kritiken, aber Girls United – Alles oder Nichts bewies, dass die 16-jährige Hayden einen Film tragen kann. Die Schauspielerin verlieh Brittany mehrschichtige Züge, eine Rolle, die sicherlich eindimensional hätte wirken können. Während ihrer Zeit im Girls United-Franchise spielte Panettiere eine glaubwürdige Cheerleaderin, mit der das Publikum mitfiebern kann, und legte sozusagen den Grundstein für ihre erste karrierebestimmende Rolle. Save the cheerleader, save the world. Im Jahr 2006 kehrte Hayden Panettiere auf den Bildschirm zurück, um eine andere Cheerleaderin zu spielen. Claire Bennett in dem NBC-Hit Heroes. Das von Tim Kring kreierte Superheldendrama wurde zu ihrem Durchbruch. In der Serie geht es um gewöhnliche Menschen, die plötzlich entdecken, dass sie außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen und, laut einer mysteriösen Prophezeiung, hängt das Schicksal der Welt von Claire Bennett ab. Die Rolle ermöglichte es Panettiere, ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, aber sie rückte auch ins Rampenlicht des Hollywood-Lebens. Panettiere musste sich mit der öffentlichen Aufmerksamkeit auseinandersetzen, die mit dem Erfolg im Fernsehen einhergeht. Nach einer hochgelobten ersten Staffel ließ die Popularität von Heroes nach, als die Handlungsstränge aus dem Ruder liefen. Leider wurde die zweite Staffel der Serie während des WGA-Streiks von 2007 bis 2008 gedreht und der Qualitätsunterschied war sofort erkennbar. Kring entschuldigte sich sogar öffentlich für die Veränderungen in der Serie. Trotzdem glänzte Panettiere weiterhin in ihrer Rolle. Die Schauspielerin zeigte noch lange, nachdem viele Fans aufgegeben hatten, ihre Leidenschaft für Heroes. Als Staffel 4 von Heroes 2009 ausgestrahlt wurde, sagte sie zu Cinema Blend: "Es ist einfach aufregend und intelligent und ich glaube nicht, dass es das Publikum herabwürdigt." Letztendlich konnte Heroes nicht an den Zauber der ersten Staffel anknüpfen und wurde 2010 nach der vierten Staffel abgesetzt. Nach der Einstellung von Heroes kehrte Hayden Panettiere schnell auf die Leinwand zurück. In den Fußstapfen früherer Teenager-Fernsehstars wie Jennifer Love Hewitt und Neve Campbell schlüpfte Panettiere in die Rolle der Scream Queen. Sie spielte die Rolle der Kirby Reed im vierten Teil des Scream-Franchise. Panettieres Figur ist mit dem Cousin von Sidney Prescott befreundet, was ihr eine indirekte Verbindung zur Geschichte des ersten Films verschafft, die sich im Laufe der Handlung von Scream 4 als noch bedeutsamer erweisen wird. Der 2011 erschienene Film Scream 4 ist mit einem Einspielergebnis von knapp über 38 Millionen Dollar der schlechteste Film der Reihe. Durch Kirbys Überlebenskünste wurde Panettiere jedoch sofort zum Fanliebling. Es ist ein Beweis für Panettieres Darstellung, dass sie es geschafft hat, Fans mit einem Gefühl der Loyalität zum Originalfilm für sich zu gewinnen. Obwohl Kirbys Schicksal am Ende von Scream 4 unklar bleibt, hat Panettiere ihre Rolle in Scream 6 von 2023 wieder aufgenommen. Obwohl Scream 4 technisch gesehen ein kommerzieller Misserfolg und ein kreativer Mischmasch ist, hat er offensichtlich seine Befürworter. 2009 spielte Panettiere eine weitere Cheerleaderin, die Titelfigur in der Teenager-Komödie I Love You, Beth Cooper von Regisseur Chris Columbus, einer Geschichte, die mehr als nur einen Hauch von John Hughes Teenager-Filmen der 1980er Jahre enthält. Panettiere sprach mit Cinema.com über den Film, der vor allem als Regisseur des Mega-Hits Kevin Allein zu Hause von 1990 bekannt ist. Sie sagte: "Chris Columbus ist unglaublich. Er ist einer der nettesten Menschen, mit denen ich je das Vergnügen hatte zu arbeiten. Er ist so talentiert und er hat kein Ego. Ich hoffe, dass dies nicht unser letzter gemeinsamer Film ist." Die Kritiker waren jedoch schnell dabei, den Film zu verreißen. Time Out nannte die Darbietungen lahm und das Slant Magazine gab I Love You, Beth Cooper sogar nur einen halben Stern. Das Publikum war nicht viel freundlicher und hinterließ vernichtende Kritiken auf Rotten Tomatoes. Der Film floppte an den Kinokassen und spielte weltweit nur knapp 16,5 Millionen Dollar ein. Nach dem Beth Cooper-Debakel und der Absage von Heroes hängte Panettiere ihre Pompoms an den Nagel und widmete sich anderen Rollen.
Im Jahr 2014 brachte Hayden Panettiere eine Tochter zur Welt, Kaya Evdokia Klitschko, das einzige Kind aus ihrer Beziehung mit dem ukrainischen National- und Schwergewichtsboxer Wladimir Klitschko. Panettiere und Klitschko beendeten ihre 9-jährige Beziehung im Jahr 2018 und ihre Tochter lebt nun bei ihrem Vater, wo sie bis zum Einmarsch der Russen im Februar 2022 in der Ukraine wohnten. Die Schauspielerin hat nach wie vor ein gutes Verhältnis zu ihrer Tochter und teilt sich die elterliche Verantwortung mit Klitschko, aber alle Parteien haben beschlossen, dass es für die 7-Jährige das Beste ist, einige Zeit mit ihrem Vater zu verbringen. Nach der Geburt ihrer Tochter kämpfte Panettiere mit schweren postpartalen Depressionen und beschloss, ihre Erfahrungen öffentlich zu machen. Im Jahr 2015 berichtete das People Magazine, dass Panettiere sich selbst in eine postpartale Behandlungseinrichtung begeben hatte, da sie auch 10 Monate nach der Geburt noch mit Symptomen zu kämpfen hatte. Inmitten ihres Kampfes mit Wochenbettdepressionen nahm Panettieres Alkohol- und Drogenkonsum zu, was schließlich dazu führte, dass sie sich 2021 in eine Behandlungseinrichtung begab. Indem sie ihre eigenen Erfahrungen mitteilte, wollte Panettiere die Krankheit für andere entstigmatisieren. In der Sendung Good Morning America sprach sie über ihre postpartale Depression. You know, women are so resilient and that's the incredible thing about them. And I think I'm all the stronger for it. Wenn Hayden Panettieres Rolle als Claire Bennett in Heroes sie in eine neue Ebene des Ruhms katapultiert hat, so hat ihre Rolle als Juliette Barnes in dem Country-Musik-Epos Nashville sie dort gehalten. Panettieres erste erwachsene Rolle sorgte von 2012 bis 2018 dafür, dass sie die Melodien sang und die schweißtreibenden dramatischen Handlungen spielte. Die ersten 4 Staffeln der Serie liefen auf ABC, bevor sie abgesetzt wurde und mit der 5. und 6. Staffel auf CMT endete. Im Mittelpunkt von Nashville steht die Country-Pop-Sängerin Juliette und ihr Aufstieg, wobei oft die erbitterte Rivalität zwischen dem aufstrebenden Star und der verblassenen legendären Sängerin Raina James, gespielt von Connie Britton, gezeigt wird. Nach einem großen Spoiler-Ereignis am Ende von Staffel 5 verlor Nashville seinen klaren Sinn für Spannung und wurde kurz darauf zum zweiten Mal abgesetzt. Dennoch bewies Panettiere, dass ihr Talent über die Schauspielerei hinausgeht, indem sie die Songs ihrer Figur in der Serie sang. Im Jahr 2012 landete Panettieres Single Telescope, ein Juliette Barnes Song in Nashville, in den Billboard Country Music Charts. Nach dem Ende von Nashville im Jahr 2018 legte Panettiere eine Pause von der Schauspielerei ein. Von 2018 bis 2022 nahm sie keinen Job in Hollywood an. Als Kirby Reed in Scream 4 kämpfte Hayden Panettiere gegen Ghostface und musste sterben, als sie von Charlie, dem Killer, erstochen wurde, nachdem sie ihn aus irreführenden Fesseln befreit hatte. Ein Dutzend Jahre später kehrt die Figur der Kirby Reed in Scream 6 aus dem Jahr 2023 zurück, und zwar dank einer Bedingung, die sie bei den Dreharbeiten zu Scream 4 gestellt hatte. Kirbys Schicksal sollte nicht verraten werden. Kirby war schon immer eine witzige Figur mit einer Vorliebe für Gruselfilme, sodass sie gut zu den alten Charakteren der Reihe passt, und in Scream 6 kann sie sich gegen die Widerhaken von niemand geringerem als Gale Weathers, gespielt von Courtney Cox, behaupten. Kirby überlebte ihre erste Begegnung mit Ghostface nur knapp und erzählte Tara, dass sie tatsächlich 4 Minuten lang tot war, aber jetzt ist sie beim FBI und sagt, dass sie ein besonderes Interesse an Ghostface-Fällen hat. Wie bei jedem Scream-Film gibt es jede Menge Irrwege und Ablenkungsmanöver, die es nie leicht machen, den oder die tatsächlichen Mörder zu erkennen. Das ist eine der Hauptstärken der Reihe, denn die Filme haben das gesamte Horrorgenre auf den Kopf gestellt, indem sie eine Metaebene auf die andere gelegt und ihre eigenen Tropen neu erfunden haben. Das bedeutet natürlich, dass Kirbys Handlungen genauso unter Verdacht stehen wie die aller anderen, und absolut nichts ist tabu. Falls ihr oder jemand, den ihr kennt, mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, könnt ihr euch rund um die Uhr an die Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 wenden, auch per E-Mail oder Chat.